Die Herausforderung für die Finanzierung und Aufstellung der Picture Tree war wirklich etwas zu finden, also eine Art der Finanzierung zu finden, die auf der einen Seite substanziell sein kann, die dann auch perspektivisch gegebenenfalls nochmal nachlegen kann und nicht so sehr ein klassisches Fördermodell bewegt, sondern wirklich etwas, was auf Wachstum auch geeicht ist. Hallo, ich bin der Andreas. Ich leite zusammen mit meiner Partnerin und Co-Geschäftsführerin der UN die Picture Tree International. Wir sind ein weltweit agierendes Weltvertriebsunternehmen, das sich mit der Vermarktung von audiovisuellen Rechten, insbesondere Spielfilmen, beschäftigt. Also wir haben mit der Picture Tree 2013 angefangen auf der Berlinale, dem European Film Market. Das war unser erster Auftritt, nachdem wir im Dezember 2012 auf dem Papier angefangen haben zu existieren, mit Hilfe natürlich der IBB und privaten Investoren. Wir sind im Kern eigentlich ein recht altes Geschäftsmodell. Wir sind ein Filmlizenzhandel in der Hauptsache, der sich damit beschäftigt, deutsche Spielfilme, Serien international entlang sämtlicher Rechte Möglichkeiten zu veräußern, zu lizenzieren. Wir hatten gleich zu Anfang an Glück, dass wir mit Fuck You Goethe, mit der gesamten Reihe und einer sehr etablierten, alten, München-basierten Firma, der Constantin Film, zusammenarbeiten konnten, die uns ihr Vertrauen geschenkt haben, obwohl wir gerade erst ein Baby waren auf dem Markt. Das war mit Sicherheit ein Meilenstein, der für uns sowohl monetär sehr gut funktioniert hat, der uns aber auch gleich so ein bisschen im Kontext zu anderen Firmen gut aufs Radar gebracht hat, sowohl in Deutschland, aber auch darüber hinaus. Die Herausforderung bei der Gründung von Picture Tree bestand darin, erstmal zu sagen oder zu entscheiden, wo wir die Firma ansiedeln würden. Wir haben uns dann für Berlin entschieden, weil für ein Filmunternehmen natürlich Berlin als eine der Städte in Deutschland maßgeblich die Filmindustrie beheimatet. Nachdem wir uns in Berlin ein bisschen umgeguckt haben, welche Finanzierungsquellen gegebenenfalls relevant für uns sein könnten, sind wir relativ schnell auf den VC-Kreativfonds gekommen. Nach einigen Gesprächen mit dem VC-Fonds Kreativwirtschaft haben wir uns dann sehr schnell dafür entschieden, diesen Weg einzuschlagen, denn die Gespräche waren sehr positiv und sehr konstruktiv und wir haben es auch im Nachhinein nicht bereut. Also wir haben uns beim VC-Fonds sehr gut aufgehoben gefühlt. Für uns war wichtig, dass jemand unser Geschäftsmodell gefällt und nicht so sehr, dass jemand jetzt aus einem filmaffinen Investmentbereich kommt, sondern wirklich jemand, der eher neutral ist. Gerade beschäftigt uns, wie wir die Picture Tree eher vertikal anfangen zu integrieren. Das heißt für uns eigentlich, dass wir auf der Filmvertriebsseite gar nicht so sehr mehr draufpacken wollen, sondern eher, dass wir uns in andere Geschäftsbereiche vorwagen wollen. Und zwei Themen, die uns da gerade beschäftigen, das ist zum einen eine Produktionstochtergesellschaft zu gründen in Deutschland und wir auch überlegen, zusammen mit anderen Produzenten als Joint Venture eine lokale Filmauswertungsfirma zu gründen, also ein B2C-Unternehmen. Was wir ja in der Hauptsache machen, ist B2B-Lizenzhandel.